Bundesregierung der Bundesminister Dr. Marco Buschmann. Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer. Wir beraten heute abschließend über den Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Änderung des Strafgesetzbuches, Aufhebung des Verbots der Werbung für den Schwangerschaftsabbruch, zur Änderung des Heilmittelwerbegesetzes und zur Änderung des Einführungsgesetzes zum Strafgesetzbuch. Das klingt maximal technisch. Das klingt maximal abstrakt. In Wahrheit geht es hier aber um etwas sehr Bedeutendes, etwas sehr Konkretes und etwas sehr Dringliches, meine Damen und Herren. Wir leben heute in der digitalen Moderne. Und das bedeutet, wenn eine junge Frau sich mit der schwierigen Frage eines möglichen Schwangerschaftsabbruchs beschäftigt, dann wird sie in aller Regel sich Informationen im Internet beschaffen. Das ist das niedrigschwelligste Angebot. Das ist niedrigschwelliger, als sich vielleicht einem anderen Menschen, vielleicht einem völlig Fremden zu offenbaren. Und im Internet kann jedermann, selbst jeder Troll und jeder Verschwörungstheoretiker, alles Mögliche über Schwangerschaftsabbrüche verbreiten. Aber dass wir hochqualifizierten Ärztinnen und Ärzten, die solche Eingriffe vornehmen, bei Kriminalstrafe verbieten, dort sachliche Informationen bereitzustellen, das ist absurd, das ist aus der Zeit gefallen, das ist ungerecht, und deshalb beenden wir diesen Zustand. Viele haben durchaus vorwurfsvoll mir die Frage gestellt, warum ich entschieden habe, dieses Gesetzgebungsverfahren zu einem der ersten Gesetzgebungsverfahren dieser Bundesregierung und auch zum ersten Gesetzgebungsverfahren meines Hauses zu machen. Und die Antwort auf diese Frage, sie ist ganz einfach. Es ist höchste Zeit, meine Damen und Herren. Es ist höchste Zeit, weil jede Verurteilung von Ärztinnen und Ärzten, jede weitere Verurteilung ist eine Verurteilung zu viel. Und die Mehrheit zur Änderung des Rechts, sie war schon längst da. Die Arbeit hätte schon längst im letzten Deutschen Bundestag erledigt werden sollen. Das ging damals nicht, aus koalitionspolitischen Gründen. Aber jetzt, wo die Mehrheit der Fortschrittskoalition da ist, ist es auch unsere Aufgabe, sie zu nutzen, um das Recht auf die Höhe der Zeit zu bringen. Ich möchte zwei Sorgen nehmen, die in diesem Zusammenhang immer wieder artikuliert werden. Es wird immer wieder die Sorge geäußert, dass damit der Schutz des ungeborenen Lebens, das Schutzkonzept des Bundesverfassungsgerichts, berührt werde. Aber das Schutzkonzept des Bundesverfassungsgerichts schlägt sich im § 218 nieder. Der ist 1995 entstanden, nach einem Gruppenantragsverfahren hier im Deutschen Bundestag. § 219a geht auf quälende Debatten im Kaiserreich, in der Weimarer Republik zurück und wurde 1933 durch die erste nationalsozialistische Strafrechtsreform letztendlich eingeführt. Und schon diese Unterschiede zeigen, dass man den Schutz des ungeborenen Lebens im § 218 und das Informationsverbot für Ärztinnen und Ärzte streng auseinanderhalten muss, meine Damen und Herren. Es wird auch keine kommerzialisierende und banalisierende Werbung geben. Dem steht das Berufsrecht der Ärztinnen und Ärzte entgegen. Und wir haben den Schwangerschaftsabbruch auch ins Heilmittelwerbegesetz aufgenommen und dafür Sorge getragen, dass das nicht passieren kann. Und deshalb möchte ich mich an dieser Stelle bedanken bei den Beamtinnen und Beamten meines Hauses, bei den Kolleginnen und Kollegen in der Bundesregierung, die geholfen haben, dass wir schnell zu einem guten Gesetzentwurf der Bundesregierung kommen, und bei den Berichterstatterinnen und Berichterstattern dieses Hauses für die guten Beratungen. Ich werbe für diesen Entwurf. Es ist Zeit für mehr Vertrauen in Ärztinnen und Ärzte, und es ist Zeit für mehr Informationsfreiheit für Frauen. Herzlichen Dank.
Nächste